Heute stellen wir Ihnen mal den Le Voyageur 8.5 GJL vor. Das Fahrzeug ist 8,55 Meter gesamt in der Länge, hat eine Höhe von 2,95 Meter, eine Breite von 2,35 Meter und an der Hinterachse eine Tandem-Doppelachse. Das Fahrzeug hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 5000 Kilo und hat in diesem Auslieferungszustand ein massefahrbereit 4208 Kilo inklusive der verbauten Waschmaschine. Der Le Voyageur 8.5 GJL hat eine L-Sitzgruppe und eine Einzelsitzbank und ist aus diesem Grund auch für 5 Personen während der Fahrt zugelassen. In diesem Fahrzeug befindet sich der neue Fiat Euro 6 Finalmotor mit 2,2 Litern Hubraum und 180 PS Leistung. Das Fahrzeug wird dann von der Kraftübertragung über einen 9-Gang-Wandlerautomatik angetrieben, das von der Firma ZF stammt. Die Front- und die Heckmaske an diesem Fahrzeug bestehen aus einem Formteil, aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellt. Die Seitenwände, das Dach, die Rückwand und der Unterboden sind ebenfalls auf der Außenseite mit glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt, sodass es eben auch bei uns in der hagelgefährdeten Region doch sicher zu fahren ist. Die Fahrerhaustüre und die Eingangstüre sind an die Zentralverriegelung des Fahrzeugs angeschlossen und somit eben per Knopfdruck über die Fernbedienung abschließ- oder aufschließbar. Ganz ausgezeichnet gelöst hat der Le Voyageur das auch mit dem Doppelverriegelungsverschluss hier in der Türe drin, damit die Türe auch satt ins Schloss fällt. Der Einfüllstutzen des AdBlue-Tanks befindet sich hinter der Fahrertür direkt im Einstiegsbereich. An der Außenwand sehen wir den Einfüllstutzen für den Kraftstoff. Hier wird natürlich Diesel eingefüllt. Auch bei den 2022er Modellen wurde wiederum die Aluminium-Scheibenrahmenfenster verbaut, die auch für entsprechende Sicherheit und auch Minimierung der Fahrgeräusche sorgen. Hinter dieser Klappe befindet sich ein Laderaum, zum einen unter der L-Sitzbank und ein durchgängiger in dem doppelten Boden. Dieses Symbol an der Seitenwand zeigt uns an, dass hinter dieser Klappe der Einfüllstutzen fürs Frischwasser sich befindet. Das Symbol am Ende der Klappe sagt, hier unten befindet sich der Ablass, das Ablassrohr vom Abwassertank. Den Wassertank kann ich auf zwei Arten befüllen. Zum einen über einen Kanister. Dann kann ich dieses zusätzliche Rohr hier anflanschen. Oder, wenn ich es bequem haben möchte, über den integrierten, ausziehbaren, selbstaufwickelnden Wasserschlauch, den ich wiederum durch den Unterboden ins Freie verlegen kann. An dem 2022er Modell wurde jetzt ein Wasserfiltrationssystem verbaut, welches die Aufgabe hat, vom Frischwassertank, bevor es an die Entnahmestellen geht, das Wasser einfach gegen Keime, Viren, Bakterien und Sedimente zu filtern. Daneben sehen wir die Warmwasserheizung der Firma Alde, das Frostschutzsicherungsventil, dahinter die Wasserpumpe und hier unten sehen wir das elektrisch angesteuerte Ablassventil des Grauwassertanks. Das ist kamerounterstützt, das heißt, Sie können dann direkt vom Fahrersitz aus sehen, wo sich Ihr Auslauf befindet und über der Entsorgungsstation Halt machen, ohne dass eine weitere Person aussteigen muss, um Sie einzuweisen. Nach der Wassertechnikklappe befindet sich noch vor dem Radlauf der Abgaskamin von der Warmwasserheizung. Dann kommen die Tandemachsen, die eben dem Fahrzeug entsprechende Fahrstabilität liefern. Kommen wir nun zur Heckgarage. In der Heckgarage an sich sehen wir verschiedene Ablagemöglichkeiten, Verzurrmöglichkeiten am Boden und an der Rückwand, einen Klappendämpfer, dann eine 230 Volt Steckdose, ein Absperrhahn für die eingebaute Waschmaschine. In dieser Box befindet sich das Bordwerkzeug. Oben an der Heckgarage sehen wir den Heizkörper, der die Heckgarage mit anwärmen soll. Diese Heckgarage hat die Höhe von 1,20 Meter Lademöglichkeit. Das heißt, vom Boden bis zur Decke haben wir 1,20 Meter, sodass man auch problemlos einen Roller mit beiladen kann.
Die Waschmaschine kann nur in einem Fahrzeug mit der hohen Heckgarage verbaut werden, da sonst der Platz bei der niedrigen Garage nicht ausreichen würde. Wir haben hier eine 12-Volt-Steckdose, eine 230-Volt-Steckdose für diese Waschmaschine. Unterhalb finden wir die Außendusche, die ebenfalls an warmes und kaltes Wasser angeschlossen ist. Neben der Außendusche sehen wir die selbstaufwickelnde Kabeltrommel, die auch wieder durch den Unterboden durchgeführt werden kann, sodass sie jederzeit das Fahrzeug auch am Stromnetz, ohne dass sie durch die Klappe müssen, angeschlossen halten können. Über der ersten Hinterachse befindet sich die Stauraumklappe, in welcher die WC-Kassette untergebracht ist. Die WC-Kassette in diesem Fahrzeug verfügt über eine sogenannte SOG, WC-Entlüftung, und kann ganz einfach auch entnommen werden. Die SOG-WC-Entlüftung dient dafür, um unangenehme Gerüche bei der Benutzung der Toilette nach außen hin abzuleiten. Gehen wir einen Schritt weiter, dann sehen wir von oben nach unten oder von unten nach oben, je nachdem, die Lüftungsgitter der Firma Dometic, die eben für die Zirkulation hinterm Kühlschrank gegeben sind, benötigt werden. In diesem Fall sind noch die Winterabdeckungen am Fahrzeug drauf. Darunter haben wir dann den Technikraum für die Elektrik. ...230-Volt-Sicherungen, eine Lithium-Ionen-Batterie mit 210 Ampere, ein Wechselrichter und eben die Bordelektronik. Nach der Eingangstüre gibt es noch mal eine weitere Stauraumklappe, die haben wir von der anderen Seite schon einmal gesehen, der durchgängige Doppelboden. Dann darüber befindet sich bei diesem Fahrzeug der ausklappbare Einzelsitz in Fahrtrichtung angeordnet, den man auch mit wenigen Handgriffen demontieren könnte. Im vorderen Bereich haben wir die Gasklappe. Hier sehen wir die Befestigungen für 2x bis zu 11 Kilo großen Gasflaschen und die Truma Duo Control mit Crash-Sensor verbaut. Das ist eine Gasflaschenumschaltanlage mit eben Schlauchbruchsicherungen und entsprechendem Sensor. Wie bei allen Modellen in der Classic-Baureihe ist auch in diesem Modelljahr wiederum die Zusatzkamera bei beiden Außenspiegeln verwendet, die zusätzlich zu der Weitwinkel-Rückfahrkamera eine gute Sicht auch in der Dunkelheit bietet. An diesem Fahrzeug wurde auch wieder eine XL-Türe verbaut, die wiederum mit zwei Verschlüssen, die schon bekannt sind, ausgestattet ist. Ebenso wurde auch ein Türdämpfer verwendet, eine Fliegenschutztüre angebracht. Und direkt hinterm Einstieg befindet sich wiederum das Schuhfach. Das kennen wir schon aus vorangegangenen Videos. Dank dieses klappbaren Tisches kommt es mir persönlich so vor, als ob diese L-Sitzbank keine wesentliche Einschränkung darstellt und doch einen offenen Wohnraum bietet. Man kommt auch sehr gut an den Fahrersitz durch und wie bei den Face-to-Face-Sitzgruppen kann ich auch hier diesen Tisch natürlich entsprechend umklappen. Der Vorteil an diesem Fahrzeug, ich habe für 5 Personen Mitfahrgelegenheit inklusive der Sicherheitsgurten und aus diesem Grunde finde ich diese Lösung sehr gut gelungen. Vielleicht ist es ja dem einen oder anderen aufmerksamen Zuseher schon aufgefallen, wir befinden uns hier in dem neuen Fiat der Serie 8. Was ist neu? Es sind geänderte Austrittsdüsen. Die Steuerung dieses Gesamtfahrzeugs kann man über dieses große Display hier vornehmen. Und das Lenkrad ist deutlich angenehmer gestaltet. Ich habe verschiedene Funktionseinstellungen direkt hier am Lenkrad, vom Tempomat, dann eben über Telefonie oder Radio. Beginnen wir hier. Auf der linken Seite sehen wir den Rückfahrkamera
Bildschirm, wobei wir den jetzt auf den Viertelbildschirm geteilt haben. Wir sehen ganz links die linke Außenkamera, die rechte Außenkamera, die Rückfahrkamera und eben unter dem Boden, wie ich vorher schon mal erläutert habe, die Kamera, die den Auslass des Abwassertanks zeigt. Der Auslass befindet sich hier. Der Fiat Serie 8 hat auch ein neues elektronisches digitales Display bekommen. Passt wunderschön zu dem restlichen Fahrzeug, ist zeitgemäß. In der Mittelkonsole befindet sich wie bei den Vorgängermodellen auch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten, wobei ich das Radio grundsätzlich von der Mittelkonsole an- und ausstellen kann. Ich kann verschiedene Einstellungen hier wählen, zum Beispiel Navigation, Radio, Klimaanlage kann ich hier überprüfen, also warm-kalt, wie es angenehm ist. Hier kann ich wiederum auf großes Navigationsbild schalten. Dann gibt es hier den Button fürs Telefon zum Verbinden, allgemeine Fahrzeugeinstellungen und zusätzliche Apps. Zusätzlich zu diesem großen Display kann ich die einzelnen Heizfunktionen oder Klimaanlage auch über diese Funktion hier wählen. Ebenfalls neu beim Fiat Ducato der Serie 8 ist eine 230 Volt Steckdose, die in diesem Modell eben mit verbaut wurde. Anders als bei den Vorgängermodellen wurde beim Modell 2022 der Schalter zur Bedienung des Frontrollos Nähe des Fahrersitzes angebracht. Macht meiner Ansicht nach auch mehr Sinn. Die Sonnenblende an Fahrer- und Beifahrersitz nach vorne hin sind standardmäßig in den Fahrzeugen verbaut. Als Option gibt es auch Sonnenblende für die seitliche Fahrerhausfenster. Um das elektrisch absenkbare Bett bedienen zu können, muss ich es zunächst einmal aktiv schalten. Kann ich über dieses Borddisplay, und dann sehe ich hier das Bett und sehe hier, dass das Bett jetzt eingeschaltet ist. In diesem Fahrzeug ist auch das Luxury-Paket verbaut. Unter anderem gehört auch dieses in der Länge ausziehbare, elektrisch absenkbare Hubbett mit in diesem Luxury-Paket erwähnt. So haben wir jetzt eine Liegefläche von 1,40 m mal 1,92 m. Ziehen wir die Schublade nach außen mal weg. Auch darunter befindet sich natürlich ein Lattenrost. Ausfallschutzsicherung kann bei Bedarf hier oben noch festgeschnallt werden. Dann kommen hier die zusätzlichen Matratzen rein. Und somit haben wir das Bett nun auf eine Gesamtliegefläche von 2,05 m auf 1,92 m ausgezogen. Über der Eingangstüre befindet sich wiederum das Steuerpanel des Fahrzeugs. Das Display wurde im Gesamten übersichtlicher gestaltet. Hier sehe ich einmal den Home-Button an 230 Volt angeschlossen. Ladung kommt von 230 Volt und von der Solarbatterie, wobei das natürlich auch entsprechend geregelt wird. Dann hätten wir hier den Motor, der momentan ja nicht läuft und deswegen auch keine Ladung bringen kann. Beleuchtung ein, aus, Wasserpumpe ein, aus. Das ist die sogenannte AUX-Taste, wäre dann in dem Fall für das Radio im Cockpit. Frischwassertank, Füllstandsanzeige, Abwassertank, Füllstandsanzeige. Hier kann ich verschiedene Programmierungsbereiche der Beleuchtung vornehmen, kann sie vorwählen, ob ich jetzt an der Beleuchtung hell, etwas abgedämpfteres Licht oder was immer, kann ich auch selbst hier noch beschreiben, indem ich oben auf diesen Stift gehe. Aber das erkläre ich in einem anderen Video. Wir können die Temperatur, Innen-Außentemperatur können wir hier ablesen. Wir können hier auch die Steuerung von der Warmwasserheizung vornehmen über diese Steuerfeldmenü kann ich zum einen auswählen, ob ich die Heizung über Strom oder über Gas betreiben möchte und in welcher Geschwindigkeit auch das Wasser aufbereitet erwärmt werden soll.
Die nächste Schaltung wäre Wechselrichter. Wenn ich zum Beispiel nicht ans 230 Volt Stromnetz angeschlossen bin, kann ich aus der Batterie 12 Volt 230 Volt erzeugen. Diese Funktion ist für das elektrisch absenkbare Hubbett oder bei anderen Fahrzeugen, die die Einzelbetten-Doppelbett-Funktion elektrisch zusammenfahrbar haben, eben zur Ansteuerung, damit die Einzel-Doppelbett-Verstellung Strom bekommt. Schönes Gimmick ist noch hier untergebracht. Hier kann ich zum Beispiel axial erkennen, ob das Fahrzeug im Wasser nivelliert ist oder eben nicht. An der Stelle kann ich verschiedene Warnpunkte setzen. Zum Beispiel möchte ich jetzt hier gewarnt werden, wenn der Frischwassertankfüllstand unter 25% geht, beziehungsweise der Abwassertankfüllstand über 75%, dass ein Warnsignal ertönt. Dasselbe kann ich bei der Batterie hier vornehmen. Wir werden hier gewarnt, wenn der Füllstand der Batterie eben auf 30% geht, beziehungsweise habe ich dann noch die Möglichkeit, über 10 Minuten die Betriebszeit zu begrenzen. In diesem Fahrzeug wurde die Gasflaschenumschaltanlage der Firma Troma eingebaut, die Duo Control CS, und die ist auch mit Fernanzeige hier ausgestattet. Das bedeutet, wenn ich den Wahlschalter nach unten bewege, habe ich die Sommerfunktion und würde dann, so wie eine Flasche hier angeschlossen ist, sehen, dass entweder hier eine grüne LED leuchtet, somit wären beide Flaschen noch gefüllt. Wenn die grüne LED auf rot umschwenkt, sehe ich vom Innenraum, dass die Reserveflasche oder in diesem Fall gar keine Flasche im Fahrzeug verbaut ist. Mittelstellung ist aus, nach oben hin könnte ich das Flaschenventil noch mit anheizen. Hinter der schön schwarz gestalteten Klappe befindet sich noch ein Ablagesystem, könnte man Gläser oder Gewürze entsprechend irgendwelche Dinge unterbringen. Darunter sehen wir den TV. Das hier ist ein 22 Zoll Gerät. Wir können hier bis maximal 24 Zoll anbauen, damit das Fernsehgerät an sich nicht über diese Kante vom Kühlschrank herausragt. Weiter unten sehen wir den Hauptschalter des Fahrzeugs. Da sehen wir auch die 0 für aus, die 1 für ein. Wenn wir da mal drauf drücken, sehen wir schon, was passiert. USB-Steckdosen, dann die Außenbeleuchtung, die elektrische Trittstufe, und anders wie im Modell 2021 hat das Modell 2022 hier ein völlig anderes Schaltersystem verbaut. Dieses Schaltersystem ist kabellos, hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, ich kann hier einfach unkompliziert auch mal den Schalter austauschen. Der Nachteil, ich muss ab und zu mal eine Batterie wechseln. Also mit diesen Schaltern an sich steuert man die Beleuchtung in diesem Fahrzeug. Hat einfach den Hintergrund, ich könnte jetzt zum Beispiel auch diesen Schalter mit nach außen nehmen und von außen direkt über Fernbedienung die Beleuchtung des Fahrzeugs steuern. Im unteren Bereich sehen wir auch wiederum eine Vitrine, in der wir kleinere Gegenstände gut unterbringen können. Über der Sitzgruppe haben wir ein Heckidach angeordnet, das natürlich auch für entsprechende Lichtdurchflutung in diesem Raum sorgt. Und dieses Heckidach kann ich mittels Kurbeldrehungen komplett auf knapp 90 Grad aufstellen. An diesem Dach ist grundsätzlich immer eine Verdunklung sowie ein Fliegenschutzgitter mit verbaut. Die Hängeschränke sind auch wiederum mit einem Trennbrett inklusive Ausfallschutz versehen. Praktisch gelöst haben sie auch die Möglichkeit, dass ich hier eine Schiene habe, in der wir beliebig von diesen Haken einsetzen können, um eben zum Beispiel Topflappen oder Geschirrhandtücher anzuhängen. Genauso verhält es sich mit diesem Ablagefach, zum Beispiel für eine Kapselmaschine, für Kaffeekapselmaschine gedacht oder eben Gewürzregal. Dann sehen wir hier hinten wieder die 12 und 230 Volt Steckdosen. Das Ausstellfenster, auch wiederum versehen mit Verdunklung und Fliegenschutz. Ein Dreiflammherd. Eine Edelstahlspüle.
Und wie bei allen Le Voyageurs wieder diese Zentralverriegelung der Schubladen. In der unteren großen Schublade befindet sich noch ein Abfalleimersystem und ein Flaschenhalter. Und direkt unter dem Kochfeld haben wir das Besteckfach. Gibt es noch eine Schublade? Auch mit Soft-Close-Technik ausgestattet, sodass man doch für alle Küchenequipment, Kochgeschirr Platz finden kann. So, überm Kühlschrank ist bei diesem Fahrzeug eine Mikrowelle angeordnet. Die geht über 230 Volt. Der Kühlschrank der Firma Dometic ist auch der neue Kühlschrank, den man beidseitig öffnen und schließen kann. Auch wieder mit automatischer Umschaltfunktion ausgestattet. Das zwischen 12, 230 Volt und Gas hin und her schalten kann. An dem 8.5 gibt es einen Apothekerauszug über die gesamte Höhe des Fahrzeuges. Hinter dem Apothekerschrank befindet sich eine Ausziehschiebetüre, wie Sie sehen, mit Spiegel verkleidet. Ist dafür gedacht, dass man auch den kompletten Nasszellenraum von Wohnraum trennen kann, denn eine zweite Schiebetür befindet sich direkt vor dem eigentlichen Schlafbereich, sodass auch die mitfahrenden Passagiere sich ganz zwanglos auf Toilette bzw. in die Nasszelle bewegen können. Bei dem 8,55 Meter Fahrzeug ist ein offenes Badezimmer verbaut. Gefällt mir persönlich sehr gut. Man hat genügend Bewegungsfreiraum. Man kommt sehr schön ans Waschbecken. Auch hier wiederum ist der Spiegelschrank zu öffnen. An der Seitenwand befindet sich eine 230 Volt und eine 12 Volt Steckdose. Unterm Waschbecken gibt es auch Ablagemöglichkeiten. Die Dusche ist super gut zugänglich. In der Dusche selbst oberhalb befindet sich im Dach eine Dachluke, die ich eben zum Öffnen aufstellen kann. Wiederum auch mit Fliegenschutz und Verdunklung ausgestattet. Außerdem gibt es einen abklappbaren Handtuchhalter. Der WC-Bereich ist durch eine Klapptüre getrennt vom restlichen Nasszellenbereich. Zum Lüften des WC-Bereichs eine Dachluke, auch wiederum mit Fliegen- und Verdunklungsschutz ausgestattet. Es gibt weiterhin auch diese Spiegelschränke, in denen man mehrere Möglichkeiten zum Unterbringen des eigenen Equipments hat. Toilettenpapierhalter, Handtuchhalter, die Toilette wiederum mit der Keramik-Inlay ausgestattet. Ganz angenehm ausgestattet ist die leicht erhöhte Sitzposition, dass auch große Menschen gut Platz finden können. Neben der Eingangstür zur Toilette haben die Konstrukteure auch wieder dieses Schaltpanel zum Bedienen der einzelnen Beleuchtungselemente untergebracht. Im Anschluss zwischen WC und Schlafgemach befinden sich die Kleiderschränke. Sind jetzt ab Werk mit einem Trennbrett ausgestattet. Das kann ich herausnehmen und auch mit Hängeware dann bestücken. Im Doppelboden untergebracht befindet sich wie bei anderen Le Voyageurs auch der Frisch- und der Abwassertank. In diesem Fahrzeug wurde die Garagenhöhe hoch gewählt und aus diesem Grund haben wir hier zwei Trittstufen, damit man leichter in die einzelnen Betten gerät. In diesem Fahrzeug wurde auch die Einzelbett-Doppelbett-Variantenumbau mit angeboten. Das bedeutet, ich kann dieses untere Abstützbrett vorziehen und die mitgelieferte Matratze hier einlegen und dann über ebenfalls mitgelieferte Leiter einen weiteren zusätzlichen Schlafplatz hier begehen zu können. Unter den Einzelbetten befindet sich auch ein Lattenrost.
Unterm linken Einzelbett sind zwei Auszugsschubladen angebracht, während man unter dem rechten Einzelbett ursprünglich einmal den Zugang zur Heckgarage eingebaut hatte, den wir jetzt nachträglich aber eben zur Hälfte mit der Waschmaschine verwendet haben. Schön ist es aber, dass man dennoch hier unten einen Platz für einen zusätzlichen Wäschekorb für schmutzige Wäsche hat. Die höhere Trittstufe kann man aufklappen, um eben noch gewisse Gegenstände unterbringen zu können. Dann sehen wir hier im unteren Bereich den Gaswarner. Oben drüber haben wir eine 230 und eine 12 Volt Steckdose. Und sowie eine vorbereitete weitere Steckmöglichkeit. Unter den Hängeschränken am Kopfende sehen Sie noch die Lautsprecher vom Soundsystem fürs Schlafzimmer. Und auch unterhalb der Hängeschränke befindet sich wieder ein Steuermodul für die Beleuchtung. Zusätzlich zu den beiden Heckfenstern befindet sich oben eine Dachluke, die ich auch eben öffnen kann, um für genügend Frischluft zu sorgen. Auch hier wiederum ist die Dachluke mit Fliegenschutz und Verdunklung ausgestattet. Hier sehen wir den zweiten Fernseher, der in diesem Fahrzeug verbaut wurde. Selbstverständlich ist auf diesem Fahrzeug eine vollautomatische SAT-Anlage mit Twin-LMB verbaut, sodass unterschiedliche Programme geschaut werden können. Im Hängeschrank über dem einzelnen Sitzplatz befindet sich das Steuermodul für die Satellitenanlage. Hier sehen wir einmal ein Stück aus dem Dachausschnitt des Le Voyageurs. Und wie ich schon erwähnt habe, ist die Außenhaut immer mit glasfaserverstärktem Kunststoff versehen. Dann kommt ein hochfester Schaum, der eben auch nochmal in der Verstärkung selbst hier so Kunststoffrippen drin hat im gesamten Dachsystem. Auf der Innenseite ist es dann so gehalten, dass wir innen eine Aluminiumplatte haben. Und auf der Aluminiumplatte befindet sich dann dieser Dämmstoffteppich. So wie das Dach hier produziert wurde, mit Dämmstofftechnik und der Aluminiumplatte auf der Innenseite des Fahrzeuges, wurden auch die Seitenwände hergestellt, was einfach den Vorteil bringt, wenn man ein Fahrzeug doch über längere Zeitraum fährt und auch nutzen möchte, ist es so, dass doch durch die Bewegungen des Fahrzeugs selbst sich manchmal Verschraubungen eben lösen können, ist hier nahezu ausgeschlossen, denn eben durch diese Aluminiumbeschichtung, wenn die Schraube korrekt angezogen ist, wird sich diese Schraube nicht lösen.